Wer Jesus ist, das wissen wir wohl alle. Aber wer waren seine Jünger? Die Jünger, das waren die Freunde von Jesus. Die Kumpels, die mit ihm überall hingegangen sind. Leute wie du und ich. Leute, die früher Fischer waren oder Zöllner. Jesus gibt seinen Jüngern manchmal schwierige Aufgaben. Jetzt schickt er seine Jünger los, um den Menschen von Gott zu erzählen. Wer nicht von sich aus kommt, um Jesus zuzuhören, den muss man halt besuchen gehen. Ihr geht immer zu zweit. Seid höflich und freundlich. Seid klar und ehrlich in euren Worten. Die Menschen werden spüren, dass Gott aus euch spricht. Und nun geht. Gottes Segen sei mit euch. Die Jünger ziehen los, immer zu zweit, so wie Jesus es gesagt hat. Es ist warm und staubig und irgendwann tun ihnen die Füße weh. Aber sie gehen weiter, so wie es Jesus gesagt hat. Simon und Andreas gehen in das nächste Dorf. Irgendwie habe ich keine Lust. Ich kenne dieses Wanderpredigen schon aus der Zeit, als ich noch mit Johannes dem Täufer unterwegs war. Ich bin nun mal von Beruf Fischer und kein Wanderer. Als Fischer redet man auch nicht viel. Und dann gleich von Gott und Jesus reden und von Umkehr. Niemand will das wirklich hören. Als Andreas und Simon angekommen sind, wundert Andreas sich sehr über seinen Bruder Simon. Simon ist ganz erfüllt und strahlt, als er auf dem Marktplatz des Dorfes steht. Simon schaut sich um, sein ganzer Körper streckt sich und mit entschlossener Stimme spricht er laut: Menschen dieses Dorfes, ich lade euch ein. Kommt heute Abend zum Haus der Versammlung und hört das Wort Gottes. Wir sind in seinem Namen unterwegs. Jesus hat uns zu euch gesandt. Hört, was ich euch zu erzählen habe. Es war wie ein Wunder. Die Menschen kamen jeden Abend, eine Woche lang. Andreas kann es kaum glauben. Simon, du bist ja ein Prediger. Ich bin richtig stolz auf dich. Johannes und Jakobus, die beiden anderen Brüder unter den Jüngern, machen ihrem Beinamen alle Ehre. Sie werden die Donnersöhne genannt, denn sie streiten sich immer zu. Sie streiten auf dem ganzen Weg, wie das bei Geschwistern halt manchmal so ist. Ich finde, wir sollten sofort am ersten Haus im Dorf anklopfen und fragen, ob wir da schlafen dürfen, um was zu essen kriegen. Wenn nicht, können wir immer noch zum nächsten Haus gehen. Irgendwer wird uns schon aufnehmen. Ach, das ist doch Unsinn. Wir stellen uns erstmal auf den Marktplatz und beobachten die Leute. Dann sprechen wir jemanden an, der nett aussieht. Am besten eine Frau. Es sind meistens Frauen, die Jesus und uns aufnehmen und uns zu essen geben. Ich weiß ja nicht, aber eines weiß ich. Wenn wir auf dem Marktplatz sind, hältst du besser den Mund. Ich habe schon eine richtig gute Predigt vorbereitet, die ich halten will. Da kommt alles drin vor. Jesus, Gott, das Himmelreich, Moses, Abraham, Noah, die 10 Gebote. Und dann laufen uns die Leute weg, weil du gleich 3 Predigten auf einmal hältst. Guck mal, da vorne gabelt sich der Weg. Wir biegen rechts ab. Nein, wir sollten links abbiegen. Und weil sie gar nicht anders können, als sich zu streiten, streiten sie sich auch noch vor den Leuten, die ihnen zuhören. Die Zuhörer denken: Das ist ja interessant. Sie sprechen von Liebe und Frieden und selber streiten sie ständig miteinander. Was Gott alles so aushält. Aber wir spüren auch, dass Gottes Geist mit ihnen ist. Philippus und Jakobus
waren in den letzten Wochen wirklich gute Freunde geworden. Sie freuen sich darüber, dass sie endlich miteinander in Ruhe sprechen können, ohne dass immer alle anderen Jünger zuhören oder ihre Kommentare dazu abgeben. Danke, Philippus, dass du so geduldig mit mir bist. Ich tue mich manchmal ein bisschen schwer mit diesem Glauben an den einen Gott, den man nicht sehen kann und von dem man sich auch kein Bild machen soll. Das ist ja nicht schlimm. Du als Grieche bist halt anders aufgewachsen. Aber du hast dich Jesus angeschlossen. Das ist doch das Wichtigste. Jesus verstehe ich auch nicht immer. Wie kann ein Mensch nur so beseelt von Frieden und Liebe für alle Menschen sein? Komm, ich erzähle dir nochmal von unserem alten Glauben und von den Vätern Abraham, Isaak und Jakob. Gott hatte sie auch lieb, obwohl sie Fehler gemacht haben. Und das Erklären lenkt wenigstens von dem ständigen Hunger ab. Hoffentlich finden sich im Dorf freundliche Menschen, die uns etwas zu essen geben. Matthäus ist mit Thomas unterwegs. Du, Matthäus, das heißt doch der von Gott gegebene, oder? Ich staune immer, wie dein Name passt. Du bist für viele Menschen wie ein Geschenk von Gott. Ich habe ja kaum glauben können, was Jesus uns alles zutraut. Ich habe gedacht, das kann doch niemand von uns. Weißt du, was wir machen? Wir gehen in ein Dorf, stellen uns und unseren Auftrag vor und bieten den Menschen an, kommt zu uns, erzählt uns, was euch beschwert. Und die Menschen sind gekommen und haben Thomas und Matthäus von dem erzählt, was ihnen auf der Seele liegt. Die beiden Jünger sprechen ihnen Gottes Segen zu. Die Menschen fühlen sich gestärkt und erleichtert. Simon und Bartholomäus haben leider keine freundlichen Menschen gefunden. Wohin sie auch kommen, sie werden von den Dorfbewohnern weggejagt. Bartholomäus und Simon stellen sich ärgerlich vor sie hin. Ihr seid das Wort Gottes nicht wert. Wir lassen euch nur den Staub unserer Schuhe da. Ärgerlich ziehen sie weiter und kehren schnell wieder zu Jesus zurück. Nach und nach kommen alle Jünger wieder zusammen. Sie erzählen einander, was sie alles auf ihrer Reise erlebt haben. Die Jünger stellen fest: Gottes Wort braucht Geduld, Begeisterung und Mut. Die Jünger, das waren ganz normale Menschen. Die hatten auch Fehler und Sorgen. Das waren Leute wie du und ich. Und mit Gottes Hilfe haben sie eine Menge geschafft.